liebe YouTube-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute hier auf unserem Kanal. Ja, ich hoffe, die kleine Slideshow davor hat euch gefallen. Ja, worum soll es gehen? Ihr könnt es euch denken, Titel und auch den kleinen Einspieler, um das Leica Summicron SL F2.0. Nicht das APO, das APO hatte ich, glaube ich, schon mal hier auf dem Kanal, ich verlinke euch das. Das ist das Nicht-APO, das normale Summicron. Ja, bevor wir hier einsteigen, ganz klar erstmal Transparenz. Wichtig, dieses Glas gehört nicht mir, auch die Kamera gehört mir übrigens nicht. Das ist die SL3 und jetzt habe ich auch die meisten Bilder, ja eigentlich alle Bilder, die ihr gesehen habt, wurden mit der SL3 gemacht und eben diesem Objektiv natürlich. Sowohl das Objektiv als auch die Kamera gehört unserem Freund und Unterstützer auf diesem Kanal, Fotogörlitz bzw. Alexander Görlitz von Fotogörlitz. An der Stelle muss ich noch mal mich ganz herzlich bei Alex bedanken. Immer super. Ich sage das, kann es nicht oft genug sagen, sage ich ganz ehrlich, weil es ist gar nicht so selbstverständlich, an doch recht teures Equipment, was Leica nun mal ist, so ohne weiteres ranzukommen. Und dann haben wir echt viel Zeit. Das ist immer das Schöne, weil oft ist es so, dass die Hersteller einem die Sachen nur ein, zwei Wochen lassen. Das ist auch normal, weil viele anfragen. Dann müssen sie natürlich gucken, dass sie jeden bedienen. Ja? Und wir haben bei Alex manchmal Monate Zeit. Ja? Und das ist schon sehr schön und das wissen wir sehr zu schätzen. Deshalb an dieser Stelle ein ganz, ganz deutlicher Dank an Alexander Görlitz von Fotogörlitz, autorisierter Leica-Händler. Das heißt, ihr bekommt dort das aktuellste Line-Up von Leica in der Foto-Ecke bei Alex. Ja, hat eigentlich alles vorrätig, wenn nicht relativ kurz. Kurz für Leica-Verhältnisse dann zu bestellen. Gut, ich kenne seinen Warenbestand nicht, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Cooler Typ. Wie gesagt, ich werde ihn demnächst auch mal wieder besuchen. Da gibt es, glaube ich, ein paar Neuigkeiten, aber dazu dann später. Und ja, ich persönlich kaufe meine Leica-Produkte eigentlich in der Regel bei Alex. Hat gute Preise, guten Service, netter Typ und ja, was will man mehr? Ne? So. So viel zur Transparenz. Okay, kommen wir mal zum Objektiv und ich würde sagen, wir starten mal als erstes so mal mit den Spezifikationen. Ich lese euch mehr oder weniger das Datenblatt hier ab und dann gehen wir mal zu den wichtigen. Okay, die Spezifikation. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich kann mir sowas nicht merken. Ist für mich meistens auch eher nebensächlich, aber ich weiß, manche von euch, die interessiert das. Und wie gesagt, ihr könnt die ganzen Daten ja auch bei denen auf der Seite ablesen. Aber einfach nur mal ganz kurz. 9 Elemente, 8 Gruppen, 6 asphärische Flächen. Nahe Einstellgrenze sind 45 cm. Elektronisch gesteuerte Blende, 67 mm Filterdurchmesser. Ganzmetallgehäuse, also Magnesium, Aluminium. Und das hier ist so aus Gummi. Staub- und Spritzwasser geschützt. Und die Außenlinse, die hat eine extra Beschichtung, das nennt Leica Aqua Dura Vergütung. Die ist halt schmutzabweisend. Sprich, wenn man im Regen mit dem Ding steht und da klatscht alles Mögliche rauf, da muss man sich keine Sorgen machen. Das Frontglas ist dann auch dagegen geschützt. Ist eine gute Sache. Auch die Ferngläser von Leica sind damit wohl ausgestattet. Das wiegt nur, muss man sagen, 402 Gramm. Achso, mitgeliefert wird eine Geli, die ist hier, Gegenlichtblende, aus Metall. Dann sieht das Ganze na, so aus. Ist schon relativ groß, muss ich sagen. Aber kleiner als das APO, wenn ich meine. Auf jeden Fall ist es leichter als das APO, deutlich leichter. Ist ein sehr leichtes Objektiv, mag ich ganz gerne. Ich finde, es macht eine ganz gute Figur hier, so an der Leica SL3 oder SL2 oder SL2S oder SL, egal. Von den Proportionen passt es zur Leica. Ich finde es trotzdem ein bisschen groß, gerade wenn ich mir überlege, zum Beispiel die Konkurrenz, das Sigma 50 hatte ich auch mehr da oben, da fand ich das schon ein bisschen kleiner und kompakter. Eine Sache noch, der Preis, ja, Leica-technisch, Leica-mäßig, UVP 1950 Euro. So, soviel mal zu den Spezifikationen, fässt sich super an, macht echt Spaß, also liegt sehr gut in der Hand, ja, wenn man so den Klassiker hat, ja. Kommen wir gleich mal zur Haptik und alles, habe ich ja schon vorweggenommen, ja, es schmiegt sich gut an, es fässt sich gut an, allerdings muss ich sagen, und das ist meine grundsätzliche Kritik an den Leica SL-Gläsern, ich finde, ist ja immer eine Geschmacksfrage, ne? Ich finde, die sehen so,
langweilig aus. Ich weiß, es ist ein bisschen eine komische Bezeichnung für ein Objektiv, das mit langweilig oder spannend zu betiteln, aber mir fehlt, das ist meine Meinung, mir fehlt da einfach der Blendenring, ne? Ganz klar. Da ist ja nicht viel dran. Hier Fokus, wenn man manuell fokussieren will, und sonst hat es nichts. Ja? Ist für mich persönlich, ach, ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Wie gesagt, der andere findet das ganz cool und mag keinen Blendenring und arbeitet grundsätzlich mit den ganzen Drehschaltern und alles Mögliche. Aber ich brauche einen haptischen Ring. Ich sage ganz ehrlich, ich habe hier drauf die Blende, wenn ich damit fotografiere, und auf dem Daumenrad die Belichtungskorrektur. Ich drehe jedes Mal in die falsche Richtung. Gut, wenn ich es einstelle andersrum, dann drehe ich in die andere Richtung. Ich weiß nicht, nervt mich ein bisschen. Ich bin dadurch nicht wirklich schnell. Ja? Wenn man im Automodus ist, dann ist es was anderes. Aber ich fotografiere eigentlich in 99,9% der Fälle in Blendenpriorität. Das heißt, ich möchte die Blende vorgeben und lasse meistens die Zeit auf Automatik. Und auch die ISO. Manchmal auch komplett manuell, wenn ich bestimmte Lichteffekte haben will. Ja? Aber es ist meine Art zu fotografieren. Der andere sieht es vielleicht so, dass er komplett manuell. Wie gesagt, also Einstellungssache. Mag ich jetzt nicht so, da ist mir Sigma mit seiner Linie tatsächlich näher. Aber das alles ist ja sehr schön und gut. Wenn die Bildqualität nicht stimmt, dann kann das Glas noch so spannend, langweilig oder sonst irgendwas sein, dann ist es halt einfach nichts. Ich glaube, wenig überraschend, wenn ich jetzt sage, dieses Glas ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes 50 mm Glas. Ja? Leica. Also wenn sie eins können, dann ist es Objektive bauen. Bitte entschuldigt, ja, es ist hier super warm. Ich zerlaufe hier, wahrscheinlich ist mein T-Shirt auch schon wieder nass. Deshalb bitte verzeiht, wenn ich hier so ein bisschen glänze. Make-up-Artist hat heute frei. Genau, Bildqualität. Also sehr scharf, bis in die Ecken. Ich habe keine Verzeichnung festgestellt, Vignettierung offen auch kaum. Sehr hohe Mikrokontraste. Also es hat jetzt nicht so eine extrem hohe Schärfe wie das APO, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen günstiger, kleiner und leichter. Und die Abbildungsleistung ist trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Ich weiß nicht, ich würde tatsächlich nicht APO-Schärfe, aber das ist auch gar nicht immer so gewollt. Ich habe das in Chicago vor allem dabei gehabt, weil ich gebe wirklich zu, deshalb sind meine Bilder diesmal auch ein bisschen rar. Sorry dafür. Das liegt einfach daran, an was ich eingangs gesagt hatte. Ich habe nicht so einen Spaß mit dem Objektiv zu fotografieren. Und da sind wir dann wieder da. Da kommt dann eher der Enthusiast in mir raus, als derjenige, der vielleicht an euch, ja, der professionell, also auch, ich mache auch so ein bisschen professionell, der das nicht nur als ein Werkzeug sieht, sondern der es auch immer als ein, ja, leidenschaftliches, wie soll man sagen, leidenschaftliches ist falsch, ein Objekt der Begierde. Ja, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Also mir muss so ein Gerät auch immer Spaß machen. Ich nehme meine Kameras in der Regel sehr gerne in die Hand, Objektive und alles, und spiele da mal ganz gerne rum. Ja. Mit dem Objektiv habe ich das halt nicht. Das ist meine einzige Kritik an diesem Objektiv. Grundsätzlich an den Leica-Objektiven für die SL. Nur für die SL. Ja. Ja, von daher war mein Wunsch, dieses Objektiv besonders viel zu benutzen, nicht so groß. Und deshalb ist die Fotoauswahl relativ gering. Aber die Fotos, die ich damit gemacht habe, die fand ich sehr schön. Und da muss ich wirklich sagen, weiß das Objektiv sehr zu überzeugen. Vor allem für Leica-Verhältnisse ein relativ günstiges Glas, unter 2000 Euro muss man auch sagen. Gebraucht gibt es bestimmt auch hier und da, da kann man vielleicht noch ein bisschen besseren Schnapper machen. Ist schon echt einen Blick wert. Ja? 50 mm meiner Meinung nach sowieso Brot- und Butterglas für jeden Fotografen irgendwie, sei es nun für Porträt, Reise, Architektur, Street, was noch? Landschaft. Ja? 50 mm gehört in jede Fototasche und manchmal nicht nur eins. Ja? Von daher, um das Ganze mal jetzt abzuschließen, mit dem Summicron SL 50 mm Asphärisch 2.0, nicht APO, bekommt ihr ein richtig schönes Objektiv mit einer hervorragenden Abbildungsleistung. Und das habe ich jetzt nicht so getestet,
deshalb habe ich sie mir eigentlich hauptsächlich von Alex schicken lassen für die Videofunktion. Aber ich habe immer mehr und mehr gemerkt, dass die Leica so mit Video, oh, da habe ich so meine gute Mühe. Zumindest das, was ich mir gedacht hatte, für was ich sie benutzen würde. Ja? Aber das ist ein anderes Thema, können wir später mal irgendwann, versuche ich mal vielleicht in einem anderen Video zu erläutern. Für die Fotografen unter euch, schaut euch das an. Wer nicht unbedingt die brutale Schärfe des Apos braucht, wer gerne ein Autofokus-Objektiv für seine SL braucht und das gerne ein Leica sein muss und der aber jetzt nicht irgendwie seine Niere dafür verkaufen will, der kann sich dieses Leica 50 Summicron angucken und ich bin mir ziemlich sicher, der wird nicht enttäuscht sein. Abbildungsleistung wunderschön. Ja, das war's. Kurzes Video zu einem meiner Meinung nach sehr schönen Objektiv. Und ich hoffe, hat euch gefallen. Ich hoffe, es bringt euch was bei eurer Entscheidung. Wie gesagt, schaut bei Alex vorbei. Vielleicht hat der auch einen Schnapper da gerade. Der handelt ja auch mit Gebrauchtgläsern. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, was sein Bestand ist. War jetzt einfach mal so. Genau. Danke fürs Einschalten. Und oh Gott, ich muss mal ein bisschen Luft hier reinlassen. Habt einen schönen Tag. Bis bald und tschüss. Boah. Ist das Eis?